Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich das IKEA Alex Schubladenelement aufbauen und somit natürlich auch mit den Schubladen richtig montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal sollten wir uns alle Bauteile ordentlich auf den Boden hinlegen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben und dann können wir auch schon mit dem Vorbereiten der Seitenteile beginnen. Hierfür müssen wir unsere Seitenteile mal so auf den Boden legen, dass die kleinen Löcher jeweils zur Mitte schauen und hier unten die relativ großen Abstände von den Schienen auch nach unten zeigen. Jetzt geht es mal darum, dass wir insgesamt 6 solche sogenannten Schraubdübel jeweils hier in den unteren und oberen Löcher hineinbringen und auch hier in der Mitte. Und entweder wir machen das Ganze mit einem einfachen Schraubendreher oder wie in meinem Fall mit einem Akkuschrauber, den ich relativ gerne für den Möbelaufbau auf Drehmomentstufe 5 stelle, dass einfach alle Schrauben gleichmäßig stark angezogen sind. Als nächstes lege ich mir mal meine Rückwand mit den 6 großen Löchern nach oben schauen zwischen meine 2 Seitenteile und jetzt geht es darum, dass wir mal diese Holzdübel dementsprechend einbringen. Hierfür bei den Seitenteilen jeweils 2 Stück unten, 2 Stück oben festklopfen und bei diesem mittleren Bodenteil, da können wir jetzt auf der Seite auch nochmal jeweils 2 solche Holzdübel einschlagen. Immer genau da, wo nicht diese großen Löcher vorhanden sind. Und ich werde hier übrigens keinen Leim anbringen, da ich mein Regal jederzeit wieder auseinanderbauen möchte. Falls du trotzdem Holzleim verwenden willst, dann einfach hier oben auf den Holzdübel einen kleinen Tropfen drauf geben und wir können das Ganze auch schon anbringen. Vom Geräusch erkennt man normalerweise relativ gut, wann diese Holzdübel ganz drin sind. Und jetzt geht es mal darum, dass wir in alle großen Löchern solche sogenannten Exzentermuttern einsetzen müssen. Diese haben hier vorne so einen kleinen Pfeil und der muss einfach Richtung unserer Bohrung für die Schraube hier vorne reinschauen. Deswegen gebe ich das Ganze einfach mal per Hand rein. Und falls du das Ganze übrigens leicht verdreht hast, ist es auch nicht schlimm. Dann einfach mit einem Schlitzschraubendreher hier reingehen und wir können natürlich auch den Pfeil auch schon dementsprechend anpassen. Wenn auch das vorbereitet ist, können wir die Teile auch schon mal zusammenstecken. Hierfür einfach mal dieses Seitenteil nach oben heben und dann sollte es sich auch schon relativ leicht dazwischen einbringen lassen. Dasselbe Spiel machen wir natürlich mit dem zweiten Seitenteil auch und wenn es nicht so gut zusammengehen sollte, dann müssen wir natürlich einfach etwas mit der Hand noch dazu klopfen. Und damit sie die Verbindung festzieht, einfach mit dem Schlitzschraubendreher in die Exzentermutter hineingehen und circa eine halbe Umdrehung, bis es nicht mehr weitergeht, im Uhrzeigersinn festdrehen. Im nächsten Schritt können wir unseren Boden und auch unseren Deckel richtig vorbereiten. Hierfür müssen wir insgesamt 12 solche Schraubdübel einbringen und wie bei den anderen Bauteilen auch jeweils diese äußeren Löcher und auch die Löcher in der Mitte verwenden. Nun schaut es erstmal etwas verwirrend aus, doch eigentlich müssen wir uns nur dafür entscheiden, welche Platte unser Deckel und vor allem auch welche Platte unser Boden ist. Denn wir haben 2 verschiedene Platten. Einmal welche, die wo ein paar mehr Löcher haben, die wird normalerweise unten als Boden verwendet, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Rollen oder Füße anbringen möchten und man vor allem auch von oben auf die saubere Platte draufschauen kann. Haben wir das Ganze nicht, weil wir zum Beispiel einen Schreibtisch daraus machen müssten, dann können wir natürlich auch die, ich sag mal, etwas hässlichere Platte mit mehreren Löchern hier oben als Deckel anbringen und die saubere Platte wird dann hier unten einfach reingesetzt. Ich möchte auf jeden Fall die saubere Platte ohne Löcher als Deckel oben drauf haben und da kann man sich einfach an den Schienenabständen orientieren. Wie gesagt, die kleinen Schienenabstände sind normalerweise oben, weswegen ich das Ganze natürlich auch hier oben auch schon einmal draufsetzen kann und eventuell wieder etwas nachklopfen muss. Auch den Boden kann ich somit richtig rum wieder einbringen und danach natürlich die Exzentermuttern alle wieder festdrehen. Danach drehe ich das Ganze bei mir einfach mal um, dass natürlich auch hier unten diese Löcher nach unten zeigen. Und wenn wir jetzt Rollen dabei hätten, könnten wir diese an diesen 4 kleinen Löchern hier festmachen. Bei mir ist das nicht der Fall, weswegen ich einfach mal diese mitgelieferten Füße hier anbringen werde. Hierfür einfach mal diese Trägerfolie abziehen und dann können wir auch schon so einen Fuß relativ weit außen. Ich benutze jetzt einfach mal dieses Loch in der Ecke hier als Markierung ganz einfach anbringen. Unser Korpus passt, weswegen wir jetzt auch mal mit den Schubladen weitermachen werden.
Ich zeige das Ganze mal bei einem der drei großen Schubladen und bei den zwei kleinen funktioniert es natürlich relativ ähnlich, nur dass die Bauteile etwas kleiner sind. Und zuerst einmal müssen wir wieder hier vier solche Schraubdübel anbringen. Im nächsten Schritt setze ich insgesamt vier solche Inkscenter-Muttern einmal wieder dementsprechend in meine Seitenteile hinein. Setze unser Seitenteil auch schon auf unsere Front drauf. Wichtig hierbei ist, dass diese Einkerbung wirklich komplett durchgeht und kann das Ganze danach natürlich wieder mit einem Schraubendreher circa eine halbe Umdrehung festdrehen. Mache dasselbe Spiel natürlich auf meiner anderen Seite auch nochmal und kann auch hier schon wieder die zwei Exzentermuttern festdrehen. Gebe nun meinen Schubladenboden richtig rum von oben hinein. Wichtig ist, dass die weiße und somit auch schöne Seite natürlich nach oben schaut und diese zwei kleinen Einkerbungen hier unten, die müssen auch zu unserer Front vorne schauen. Danach die Rückwand noch so aufsetzen, dass natürlich auch hier die Einkerbung einmal hinten bei unserem Schubladenboden passt. Und wir können insgesamt vier solche Schlagdübel zum Befestigen von außen verwenden. Unsere erste Schublade ist somit auch schon fertig und bei den anderen Schubladen gehen wir jetzt natürlich genauso vor. Die anderen Schubladen habe ich jetzt auch aufgebaut und zum Schluss können wir diese auch mal in unseren Korpus richtig einsetzen. Ich beginne einfach mal mit der untersten großen Schublade und da muss ich schauen, dass ich diese einfach mal ganz in den Korpus hineinschiebe, dass natürlich meine Schienen auch ganz an der Schublade mit dran sind. Die Schublade kann ich danach auch schon ganz einfach herausschieben und jetzt können wir erkennen, dass wir auf beiden Seiten hier noch zwei solche kleinen Bohrungen haben und auch bei unserer Schiene hier außen haben wir eine Bohrung mit einem kleinen Gewinde und da geht es einfach darum zu schauen, dass natürlich die Schiene und diese Bohrung übereinstimmen und dann müssen wir mal noch so eine kleine stumpfe Schraube hier zur Hand nehmen und die können wir auch schon ganz einfach von hier innen nämlich mit unserer Schiene somit befestigen. Dasselbe Spiel habe ich jetzt natürlich mit den anderen Schubladen auch gemacht und somit haben wir auch schon unser IKEA Alex Schubladenelement richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause auch so ein Schubladenelement, passende Organizer oder natürlich auch so einen Akkuschrauber hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.